Yo Leute, Crimex hier und vielen Dank an 60.000 Abonnenten, das ist wirklich richtig krass Leute und deswegen gibt es jetzt auf jeden Fall hier mein 60.000 Abonnenten Special. Ich denke, ihr könnt es schon im Hintergrund und im Titel erkennen, es gibt meine Roomtour 2.0, da sich seit der letzten Roomtour einiges in meinem Zimmer verändert hat. Wir fangen jetzt hier einfach mal direkt hier mit dieser Couch und mit meinem Rucksack an. Hier ist einfach nothing special, hier erstmal diese Kiste hier weggekickt. Diese Kiste wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen bei dieser Roomtour, weil es noch ein Gewinnspiel geben wird und hier gibt es noch nicht so arg viel zu sehen. Hier liegt jetzt noch eine Hantel auf dem Boden, sind glaube ich 25 Kilo müssten es etwa sein, ist jetzt nicht so arg viel, aber ich benutze sie auch kaum, ich benutze sie einfach immer nur so, um mich kurz aufzupumpen, so ein paar Bizeps Curls zu machen, bevor ich in die Schule gehe. Ihr wisst Bescheid Leute, breiter als der Türsteher. Hier noch mein Bett und jetzt könnt ihr eben hier schon die Sachen erkennen, die sich schon seit der letzten Roomtour verändert haben. Und zwar stand mein Fernseher quer zu meinem PC ausgerichtet, weil ich vorher einen Laptop hatte und keine zwei Monitore und habe dann immer auf diesem Fernseher noch gezockt. Diesen habe ich jetzt komplett in Richtung von meinem Bett gedreht, um einfach wirklich nur Fernseher darauf zu schauen, und gezockt wird jetzt auf meinen zwei Gaming-Monitoren. Diese werde ich euch jetzt hier zeigen. Diese befinden sich hier auf meinem Schreibtisch. Das sind zwei BenQ-Monitore. Die sind richtig gut, Leute. Das sind Gaming-Monitore. Da kann ich mich auf jeden Fall nicht darüber beschweren. Und wenn ich nicht zocke, dann sieht man auf beiden Bildschirmen einfach mein PC. Ist ganz praktisch, mit zwei Bildschirmen zu arbeiten, gerade wenn man YouTube-Videos macht. Und wenn ich eben zocke, dann kann ich auf dem rechten Bildschirm zocken und auf dem vorderen Bildschirm habe ich dann eben trotzdem noch meinen PC. Ja, Leute, jetzt könnt ihr nämlich auch schon das Gewinnspiel sehen. Diesen Controller habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von IK Controller. Schaut das Video einfach bis zum Ende. Am Ende werde ich noch sagen, was ihr dafür tun müsst, um diesen coolen Controller zu gewinnen. Ja, Leute, jetzt hier noch rechts meine PlayStation 3 und meine Xbox One übereinander gestapelt. Die machen jetzt Liebe, ne? Also ich tue die so vermischen, nein, Spaß. Dann hier noch im Hintergrund, also hinter meinem Tisch, könnt ihr noch LEDs sehen. Und ich switch das hier einfach gerade mal durch. Da kann man alle möglichen Farben machen. Ist auf jeden Fall ganz cool. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Hat irgendwie 20 Euro oder sowas gekostet, so eine LED-Leiste. Und sieht einfach echt richtig schnieke aus. Was gibt's hier noch zu sagen? Dann habe ich halt hier noch eine Tastatur, eine Maus und Boxen hinten dran stehen und viel mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Also ich habe das jetzt halt alles viel mehr danach ausgerichtet, um jetzt hier einfach YouTube-Videos für euch noch professioneller zu machen. Links kann man noch mein T-Bone ST440 Mikrofon sehen. Hier mein neuer Rechner, also ich habe ja keinen Laptop mehr, das ist jetzt ein richtig guter Rechner, so ein NASA-Rechner. Da wird auf jeden Fall dann auch GTA 5 PC-Version draufgezockt und viel mehr gibt's dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich hoffe natürlich immer, dass euch diese Roomtour oder besser gesagt mein Gaming-Setup, es ging ja hier eigentlich mehr um das Gaming-Setup, gut gefallen hat. Wenn es ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein. Und jetzt am Ende bleibt mir einfach nur noch zu sagen, wirklich vielen Dank an 60.000 Abonnenten. Es ist wirklich unglaublich, was zurzeit abgeht. Und ich bin einfach echt weggeflasht, Leute, weil ich bin jetzt über einem Jahr, also nicht wirklich lang, über einem Jahr auf YouTube und wir haben jetzt schon 60.000 Abonnenten und es macht einfach übel viel Spaß mit euch. Ich krieg wirklich so oft von irgendwelchen Freunden oder YouTube-Kollegen von mir gesagt, dass ich so aktive Abonnenten habe und ich bin wirklich stolz darauf zu sagen, dass ich so Abonnenten habe wie euch. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Aber ich höre jetzt auch auf mit dem sentimentalen Scheiß, wirklich danke an der Stelle nochmal für den ganzen Support von euch, ist echt richtig geil. Aber ich würde sagen, wir kommen zu dem Gewinnspiel von dem Controller. Ja Leute, und zwar was ihr dafür tun müsst, ihr müsst einfach mich auf Facebook liken, IK Controller auf Facebook liken und den Post, den ich euch auch unten in die Videobeschreibung packe, den müsst ihr einfach kommentieren, warum ihr den Controller haben wollt. Also ich werde euch drei Facebook-Links in die Kommentare, also in die Videobeschreibung packen und einfach einmal die Facebook-Seite von IK Controller, diesen müsst ihr liken, meine Facebook-Seite liken und den Post, den ich euch auch unten in die Videobeschreibung packen werde, diesen müsst ihr einfach kommentieren mit einem Grund, warum ihr diesen coolen leuchtenden Controller gewinnen wollt. Ja Leute, das war's dann auch schon mit der Roomtour. Bis dahin, haut rein Leute, euer Crimex.